wollte euch heute mal meine meistgetragenen Dinge aus diesem Sommer zeigen. Und zwar von Fashion, also ich habe ein paar Modeteile dabei, bis Make-up. Und ja, ohne groß zu schwafeln, fange ich gleich an. Mein meistgetragener Nagellack, den ich natürlich jetzt nicht trage, weil ich gar keinen Nagellack trage, ist von Essie die Farbe Eternal Optimist. Und die ist so wunderschön. Das ist so ein Nude-Rosé-Ton, also ist schwer zu beschreiben. Auf meinen Nägeln sieht es relativ nude aus, finde ich, wenn ich den trage, aber trotzdem so schön Rosenholzton auch. Ja, diese Töne sind ja auch im Moment relativ angesagt und ich bin wirklich sehr froh, dass ich mir den gekauft habe, weil das ist so die perfekte Farbe und ich habe noch nie, glaube ich, einen Nagellack mehrere Male hintereinander ohne eine andere Farbe dazwischen zu tragen lackiert und das habe ich mit dem aber gemacht und das muss schon was heißen, also den mag ich wirklich sehr, sehr gern. Mein meistgetragener Blush geht in eine ähnliche Farbfamilie und zwar ist das von P2 der Glow Touch Compact Blush in der Farbe 030 Touch of Peony. Den trage ich auch gerade und das ist so ein schön glowiger Rosenholzton, geht so ins Peachige, nicht zu auffällig, nicht zu pink oder so auf den Wangen, sondern so eine sehr natürliche Farbe, die auch sehr gut aussieht, wenn man gebräunt ist. Und ich mag auch sehr diesen Glow in der Farbe. Da braucht man eigentlich keinen extra Highlighter, aber ich benutze trotzdem noch extra Highlighter, weil ich den Glow mag, wie man bestimmt auch sieht. Und ja, wirklich sehr gute Farbe, sehr günstiger Blush, den kann ich euch sehr empfehlen. Mein meistgetragener Lidschatten ist von Essence, der 2-in-1 Eyeshadow and Liner in der Farbe 02 Peach Perfect. Den trage ich auch gerade, das ist ein wunderschöner Champagner Ton mit so einem Peach-Einschlag, der gibt einen wunderschönen Glow auf den Augenlidern und ja, wer MAC All That Glitters kennt, das ist so fast genau die gleiche Farbe, aber in Cremeform, also falls ihr da einen Dupe dazu sucht oder halt allgemein so peachige Töne mögt, dann kann ich den euch sehr empfehlen, ich finde den sehr gut, der hält auch sehr lange, was ja im Sommer sehr angenehm ist, wenn man viel schwitzt und oder baden geht oder so. Der macht wirklich fast alles mit und man kann ihn am Abend dann immer noch auf dem Auge erkennen. Deshalb mag ich Creme-Lidschatten im Sommer allgemein sehr gern und diese Farbe ganz besonders. Natürlich bin ich gerade nicht gebräunt, aber ich habe sehr oft Selbstbräuner im Sommer getragen. Besonders gern von Saint-Tropez den Self-Tan Express. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Selbstbräuner. Das ist so ein Mousse, also es hört sich flüssig an, aber es kommt dann als Mousse raus. Und wenn man den aufträgt, muss man den nur 1 bis 3 Stunden, je nach gewünschter Intensität, drauf lassen und kann sich dann duschen, was super praktisch ist, weil da muss man nicht irgendwie die ganze Nacht mit Selbstbräuner auf der Haut verbringen. Ja, der hat eine schöne Farbe. Je nachdem, ob man es dunkel möchte oder hell, kann man den dann unterschiedlich lange drauf lassen. Und es ist so praktisch, so viel besser als andere Selbstbräuner, die ich so benutzt habe bisher. Und deshalb, ja, mag ich den sehr gern und wollte den auch hier nochmal erwähnen als meinen meistgetragenen Selbstbräuner. Mein meistgetragener Lippenstift kommt von MAC und das ist die Farbe Velvet Teddy. Das ist ein mattes Finish, ist ja auch gerade sehr angesagt, diese matten, bräunlichen Lippen. Der ist noch relativ tragbar, finde ich. Also ich hätte mir eigentlich nicht vorstellen können, dass mir braun steht, aber dadurch, dass es so ein peachiges, relativ helles Braun ist, steht mir das meiner Meinung nach auch ziemlich gut. Den trage ich auch gerade. Und ja, ist wirklich sehr tragbar. Die matte Farbe hält einige Stunden auf den Lippen, jetzt nicht den ganzen Tag und übersteht jetzt auch nicht Essen und Trinken, ohne Schaden zu nehmen, aber ist trotzdem wirklich sehr schön und das Matte gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Machen wir mal weiter mit den Modeteilen und da habe ich erstmal ein Accessoire für euch und zwar meine Handtasche, die ist von Zara. Die trage ich wirklich fast jeden Tag. Ich mag es sehr, sehr gern, solche kleinen Handtaschen mit mir rumzutragen. Also wenn ich nicht gerade viel Zeug brauche, dann greife ich immer zu so einer kleinen Umhängetasche. Die kann man mit diesem Good Crossbody tragen, aber theoretisch könnte man die auch als Clutch benutzen, wenn man dann den
die Kette reinsteckt, aber habe ich noch nie gemacht. Ich trage meine Taschen eigentlich immer so Crossbody. Ja, ich finde den Verschluss sehr schön, weil es ist mal was anderes, dass die Lasche hier so reingeht und nicht oben drüber schlägt sozusagen. Und ja, mit dieser goldenen Kette sieht es auch sehr schick aus. Kann man abends tragen, aber ich trage die jeden Tag eigentlich. Und ja, gefällt mir sehr gut. Ist auch kein echtes Leder, deshalb war die auch sehr günstig. Die ist allerdings vom letzten Jahr, also die werdet ihr wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr bekommen. Aber ich schau mal nach, vielleicht gibt es die ja doch noch. Mein meistgetragenes Top diesen Sommer kommt von Mango. Das ist jetzt leider etwas zerknittert, aber weil ich schon getragen habe. Aber das ist dieses weiße Shirt mit diesem Detail oben an den Schultern. Und das finde ich so, so schön. Also es ist ein ganz normales weißes Shirt, geht relativ lang bis so zum Pupser, sag ich mal. Und ja, oben hat es dann noch diese Details, die es wirklich super, super schick machen. Hier auch wieder diese Rosenholzfarbe. Gefällt mir wirklich sehr gut. Passt zu Jeans-Shorts oder zu langen schwarzen Jeans, sieht das auch sehr gut aus. Und ja, also ich mochte das T-Shirt wirklich sehr, sehr gern und habe es deshalb auch sehr oft getragen. Das nächste Teil kommt auch von Mango und ist ein Jumpsuit mit kurzen Hosen. Der hat hinten auch einen sehr schönen Rückenausschnitt. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber getragen sieht er wirklich sehr schön aus. Und ja, ist oben relativ hochgeschlossen, also hat so einen Rundhalsausschnitt. Aber dafür dann eben hinten das schöne Detail am Rücken. Die kurzen Hosen sind schön luftig, leicht und ich finde, wenn man auf Toilette muss, was ja manchmal ein Problem ist mit Jumpsuits, dann geht der sehr leicht auszuziehen. Ja, und das ist ein schön luftiger Stoff. Ist auch von Mango, habe ich das schon gesagt. Und mir gefällt auch dieser blau-weiße Print total gut. Also blau ist ja meine Lieblingsfarbe und so blau-weiß trage ich wirklich sehr gern. Und ja, den merkt man im Grunde gar nicht auf der Haut, wenn man den im Sommer trägt, besonders gut an heißen Tagen also. Ja, und falls es den noch gibt, verlinke ich euch den natürlich auch in der Infobox. Meine meistgetragenen Schuhe sind diese hier. Und zwar sind das Espadrilles, ich hoffe, ich sage das richtig, von Deichmann. Und dadurch, dass sie am meisten getragen sind, sehen sie natürlich auch nicht mehr so schön aus. Aber ich wollte sie euch trotzdem zeigen. Wie schon gesagt, blau-weiß trage ich sehr gern und das spiegelt sich auch bei diesen Schuhen wieder. Die sind super bequem, also die Sohle ist relativ dick und das finde ich gut, weil das nicht so wie bei Flipflops oder Sandalen, dass man manchmal, wenn man lange läuft, dann so ein bisschen Fußschmerzen bekommt. Das ist bei denen echt gut. Die sind vom letzten Jahr, also werdet ihr dieses Paar wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Aber es gibt ganz viele ähnliche zurzeit zu kaufen, also von H&M und bei Deichmann gibt es solche ähnlichen, glaube ich, auch wieder. Also ich kann euch sehr empfehlen, euch Espadrilles zuzulegen, weil die super, super bequem sind und auch zu allem passen, also zu Jeans und Kleidern, sieht immer gut aus und die machen auch, ja, jedes Outfit so schön sommerlich und sieht wirklich sehr schick aus. So, das waren meine meistgetragenen Dinge diesen Sommer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es sind wirklich die Sachen, die ich uneingeschränkt empfehlen kann, weil ich die am meisten getragen habe, wie der Videotitel ja auch schon sagt. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt etwas daraus mit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!